Im Betrugsprozess um den Dieselskandal bei VW hat Rupert Stadler, der frühere Chef der Konzerntochter Audi, ein Geständnis abgelegt. Vor dem Landgericht München räumte der 60-Jährige Fehlverhalten ein. Er hätte eingreifen können, habe dies aber nicht getan, hieß es in einer Erklärung, die seine Verteidigung verlas. Im Gegenzug hatte ihm das Gericht eine Bewährungsstrafe sowie eine Geldauflage zugesichert. Der Skandal um millionenfach manipulierte Abgaswerte war 2015 aufgeflogen.